Hallo, liebe Freunde. Das Segment 1, Verkäufe automatisieren, geht es darum, wie organisiere ich mich, dass eine gewisse Menge Abschlüsse automatisch immer und immer wieder passieren. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, wie organisiere ich mich beim Termine abmachen. Ein schönes Beispiel. Eine Firma kommt zu mir, 25 Außendienstmitarbeiter, hat gesagt, Umberto, wir haben ein Problem. Wir haben jetzt 2 halbe Bürotage. 2. Die Außendienstmitarbeiter würden gerne den 3. Bürotag haben. Den 3. Dann habe ich gesagt, na und? Ja, Umberto, überleg dir doch das mal, was das kostet. Einen halben Bürotag mehr sind 12 Arbeitstage pro Woche bei 25 Leuten, die da flöten gehen. Und 2 halbe Tage haben wir ja schon. Das sind jetzt schon 25 Arbeitstage. Also zusammen wären es dann 37 Arbeitstage, die da durch Flöte gehen würden. Und das in einer Woche. Überleg dir doch das mal, was das kostet. Dann habe ich gesagt, was wäre es dir wert, wenn wir mit einem Schulungsprogramm und einem einfachen Konzept es hinkriegen, dass du überhaupt keinen Bürotag mehr brauchst? Dann hat er gesagt, das hat Hunderttausende von Franken wert. Dann sage ich, okay, und wir haben es jetzt umgesetzt. Das wurde gemacht. Ganz wichtig ist, diese Leute brauchten 2 Termine pro Tag bei potenziellen Neukunden. Sie brauchen dafür 6 bis 8 Anrufe. Ja. Sie brauchen nur so wenig, weil sie jetzt schon sehr gut telefonieren und diesen Punkt auch permanent immer und immer wieder verbessern. Und jetzt habe ich denen beigebracht, dass sie 50 Adressen von potenziellen Neukunden einmalig sauber aufarbeiten müssen. Und die müssen immer auf Mann sein. Und jetzt ist es so, während einem Arbeitstag ist man mal früher fertig bei einem Termin oder vor dem Mittagessen, nach dem Mittagessen. Es gibt immer wieder mal ein paar Minuten Zeit für einen Anruf zu tätigen. Und es sind ja nur 6 bis 8 Anrufe im Laufe eines Tages, die man tätigen muss, um diese 2 Termine zu haben. Und jetzt geht es nur noch darum, wie organisiere ich mich, dass ich das während eines Tages, während meinen normalen Ablaufes mache. Dann kommt ein zweiter Punkt dazu. Wenn ich mir angewöhne, während des Tages diese 6 bis 8 Adressen neu zu organisieren, dann arbeite ich von den 50 6 bis 8 runter, aber gleichzeitig habe ich 6 bis 8, die dort wieder draufkommen. Und wenn ich unterwegs bin im Verkauf, sehe ich immer wieder Situationen, immer wieder interessante Firmen, die ich angehen kann. Und sonst kann ich ja meine Kunden fragen, wen er kennt, der auch interessant für mich wäre. Ganz wichtig ist, es braucht einen gewissen Kraftakt, auch in der Schulung, bis es Außendienstmitarbeiter wirklich so machen. Wenn sie es so machen, machen sie deutlich mehr Umsätze, aus dem ganz einfachen Grund, weil in diesem Fall 2 halbe Arbeitstage pro Woche mehr zur Verfügung sind. Und stell dir mal vor, man hätte den 3. halben Arbeitstag auch noch eingeführt, da wäre noch mehr Verkaufszeit flöten gegangen. Und da kommt noch etwas dazu. In diesen halben Tagen hatten sie in der Vergangenheit trotzdem nicht genügend Termine. Jetzt, wo sie sich während dem Tag organisieren und wissen, bis zum Abend müssen diese 6 bis 8 Anrufe getätigt sein, haben sie genügend Termine. Und weil sie es jeden Tag machen, sind sie im Prinzip immer wieder einen Tag voraus in der Zukunft und es läuft so viel ruhiger. Es gibt viel weniger diese Schwankungen und es gibt ganz deutliche Umsatz- und Gewinnsteigerungen, wenn du das so machst. Und bei dieser Firma gab es das auch. In dem Sinn wünsche ich dir viel Spaß beim Umsetzen und beim Segment 1 lernen wir das extrem gut und auch wie du dich da besser organisierst. In dem Sinn möchte ich dich einmal mehr einladen, dass du jeden Tag ein bisschen an dir selber arbeitest, damit du jeden Tag ein bisschen wieder über dich hinauswachsen kannst. Dein Umberto Sachser.